Moin, moin, liebe Freunde. Willkommen zurück. Geht das schon gut los? Was, wir haben es überlebt? Nee. Leute. Jetzt ist gut, ne? Was passiert hier? Ich glaube, also Marius ist sehr angeschlagen, muss ich sagen. Er ist am Ende. Er ist deutlich am Ende. Noch ein Schlag ins Gesicht. Aber es ist schon geil gemacht. Es ist schon sehr geil gemacht, diese Sequenz hier. Er kämpft sich ja wacker durch. Ey, also, das war fies. Ich weiß nicht, wie viel Marius noch aushalten kann. Wir haben zwar noch ein bisschen Leben. Wir kriegen auch immer was dazu, so ein bisschen. Er bahnt sich seinen Weg frei. Oh, nochmal zwei. Einer noch. Warum ist denn das jetzt auf einmal so brutal? Leute. Der eine hat es kapiert. Wie oft ich schon getroffen wurde. Das Schwert steckt immer noch in meinem Bauch. Er ist fertig. Stellen wir jetzt auch? Ach nö. Die Zeit erholte sich Rom und seine Zivilisation wuchs und gedieh erneut. Die Stadt, gerettet von einem unbesungenen Helden, hatte Bestand über tausende Jahre. Rom würde überdauern. Von da an bis zum letzten Tag der Menschheit. Da sind wir.
Okay, Freunde. Hätte ich das vorher gewusst, dass das Spiel doch so schnell endet, hätte ich das doch in die letzte Folge mitgepackt. Vielleicht blöd gelaufen, das waren jetzt so 5 Minuten. Schade. Ich dachte, ich spiele jetzt noch mal eine halbe Stunde. Was machen wir denn da jetzt? Ich muss auf jeden Fall sagen, dass das ein großartiges Spiel war. Dafür, dass das schon so alt ist und auch recht viele Kritiker hat, hatte ich meinen Spaß auf jeden Fall. Ich finde es schade, dass es wenig solche Spiele gibt. Und ich war echt positiv überrascht. Natürlich gab es hier und da so ein paar Sachen, an denen man noch hätte arbeiten können. Es war ja oft immer das Gleiche, immer Barbaren töten, dann kommt noch eine Welle an und noch eine und noch eine. Aber trotzdem hat mich der Spielspaß in diesem Spiel überhaupt nicht verlassen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen traurig und auch fraglos, was ich jetzt mit dieser Folge mache. 5 Minuten hochladen kann ich natürlich machen. Ich werde es einfach hochladen. Ne? Ihr sollt das Video auch sehen, das Finale. Wobei es ja eigentlich... Finale kann man es ja nicht nennen. Ne? Wir sind ja nur den Weg lang gegangen und noch ein paar Praetorianer getötet. Und dann den Kaiser. Aber, warte mal. Wir verlassen mal die Credits. Schau mal, was das Spiel noch zu bieten hat. Weil ich ja auch einen Mehrspielermodus gefunden habe. Oder gesehen habe. Wir gucken einfach mal. So, wir haben hier ein paar Ausrüstungssachen. Eine. Pro Feld, so wie es aussieht. Lebenselixier, Fokuselixier, Kleidung. Gladiator Standard. Standard, König Oswald, Marius General, Glott, römischer Legionär, Nanosuit 2.0, bescheuert. Ich glaube, wir nehmen Damokles, werde als Damokles wiedergeboren, dieser legendäre General kehrte aus dem Reich der Toten zurück, um sich an jenen zu rächen, die ihn verraten hatten. Sein zerfetzter schwarzer Umhang und seine weiße Maske versetzen auch die tapfersten Krieger in Angst und Schrecken. Diese Kleidung verändert dein Aussehen, du erhältst aber immer noch alle Vorteile von ausgerüsteten Waffen und Rüstungsteilen. Den nehmen wir. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert, dieses Mehrspieler-Spiel. Wir probieren es einfach mal aus. Arena. Kooperativer Kampf mit 2 Spielern im Kolosseum. Tritt mit einem anderen Gladiator in der berühmtesten Arena der Welt an, dem Kolosseum. Lass dich vom Jubel der Menge antreiben und kämpfe in einer Reihe dynamischer Umgebung um Ruhm und Gold. Runde für Runde, kooperativer Kampf mit 2 Spielern im Kolosseum. Stelle dich gemeinsam mit einem anderen Gladiator jeder Herausforderung, die das Kolosseum zu bieten hat. Du kannst jede Runde die Arena auswählen, in der das Spektakel stattfinden soll. Überleben. Kooperative 2-Spieler-Schlachten im Kolosseum. Überlebe, während deine Gesundheit kontinuierlich abnimmt und deine Gegner immer zäher werden. Durch das Erschlagen von Gegnern erhältst du Gesundheit zurück. Für alle 5 Minuten, die du überlebst, erhältst du Bonuserfahrung. Das Schicksal eines jeden Gladiators ist es, in der Arena zu sterben. Wie lange willst du durchhalten? Und Solo. Beweise als besondere Herausforderung deinen Mut, indem du dich ganz auf dich selbst gestellt ins Kolosseum wagst. Weiß ich nicht. Wir probieren einfach mal Arena aus. Ich dachte, man kann hier auch irgendwie gegeneinander kämpfen. Spielersuche starten. Wir gucken einfach mal. Probieren es aus. Haben anscheinend einen Mitstreiter gefunden. Es wäre doch auch mal cool, oder? So irgendwie 5 gegen 5 PvP-Schlachten im Kolosseum. Warum gibst du was denn nicht? Das ist noch ein Kritikpunkt für das Spiel. Mehr Spieler, schön und gut. Aber gerade so ein Spiel bietet sich doch eigentlich für einen PvP-Modus an. Wir spielen mit The Chosen One. Auf anderen Spieler warten. Wähl deinen Gott. Thank you.
Die überspringen das mal nicht. Okay, man verliert wohl Lebenspunkte hier. Mit der Zeit. Aber es ist kein Problem, da man hier auch hinrichten kann. Sollte man auch immer tun. Man merkt, ich verliere schon wieder die Fähigkeit zu sprechen. Aber ich will mich auch nicht blamieren hier im Kolosseum. Den hier ausschalten. Überlebensbonus. So, auf wen gehe ich denn hier jetzt eigentlich? Auf die beiden hier erstmal. Ich glaube immer an seinen Gegner. Oh, da kommt irgendwas, glaube ich. So, unten links sind die Punkte. Warum ist der andere denn so gut? Ich sterbe gleich. Hey, 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 ich muss hier mal so langsam jetzt hinrichten. Na, okay, das war's. Okay, vielleicht auch nicht. Das war knapp. Hey!
Ja, das war's doch schon wieder. Wieso ist der andere denn so gut, sag mal? Ah, ich bin ja Rang 1, ne? Ich bin Rang 1, der andere irgendwie 25.000. Jetzt gib mal Leben. Oh, Rang 2. Oh, da warten sie alle auf mich hier. Ja, lange kann ich das nicht mehr aushalten. Lange halte ich das nicht mehr aus. Was soll ich tun? Ich kann gerade nichts machen. Der andere hat jetzt 500.000 Punkte bekommen. Was passiert denn jetzt hier? Jetzt lass mich doch sterben einfach. Lass mich einfach sterben. Das hat doch keinen Sinn. Okay, das war's. Runde abgeschlossen. Man muss ja auch erst da reinkommen, wissen, wie das funktioniert, dies, das. 37 zu 73 Tötung. Aber wie gesagt, er ist Rang 25.000, ich bin Rang 2. Habe ich jetzt schon irgendwas Neues? Wahrscheinlich nicht. Auswählen. Der andere hat ja bestimmt richtig geiles Zeug. Aber gut, für einen kleinen Einblick habe ich die Folge doch noch ein bisschen füllen können. Ja, Leute, das war's mit diesem Spiel. Mit Rise. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich. Wenn ja, lasst es mich wissen, drückt den Like-Button und lasst auch gerne ein Abo da. Ich muss mir jetzt erstmal überlegen, was ich als nächstes spiele, was das nächste Projekt wird anstatt diesem hier. Ihr könnt gespannt sein. Bleibt bis dahin gesund. Auf Wiedersehen. Ciao.